Hey, oh, yo. Was das gerade zu bedeuten hatte, keine Ahnung. Irgendein Sinn wird es schon haben. Okay, wir haben zwei Trainer noch vor uns. Einmal den hier. Du weißt viel über Pokémon, doch wie sieht es mit Chemie aus? Oh, da hat er mich. Ja, Chemie ist nicht so mein Fach, muss ich schon zugeben. Ja, der sieht komisch aus. Glut? Kreideschwein. Bitte Antwort. Ne, das geht so nicht. Also kommt Traumauto und Konfusion, denn Statik. Das gleiche Spielchen nochmal. Ja, so ist das, wenn man keinen EP-Teller hat, dann muss man immer schön wechseln. Uiuiuiuiuiui. Aber ich werde mir trotzdem die Hände nicht schmutzig machen. Ja, Magnetilo. Moment, da wächst sich nicht aus. Genau. Und jetzt Smogon. Nochmal Traumauto. Ja. Es läuft. Eine Kernschmelze, richtig. Und der hier. Quabo. Pokéball. Nein. Ja. Quapsel. Wie komme ich denn jetzt auf Quabo, bitte? Viel zu weit vorgedacht. Puppensprung. 20. Sehr gut. Quapuzzi, seht ihr? Da ist es schon. Vulpix erlernt im Blattgrün auf Level 29 Flammenwurf. Das heißt, auf Level 29 wird es erst den Feuerstein schlucken. Das dauert dann noch ein bisschen. Ja. Und das läuft gerade wie geschmiert. Alles sehr gut. Und wir müssen durch den Tunnelpfad. Na los. Willst du was haben? Das große Einkaufszentrum in Pitzmania, sag ich schon, in Prismania City hat eine riesige Auswahl. Jetzt kommt der ewig lange Tunnel und den überspringen wir quasi. Zack. Nein, wir gehen da nicht nochmal rein, mein Freund. Ein verschlafenes Pokémon ist in Prismania City aufgewacht oder getaucht? Aufgetaucht. Ah ja, das ist mal wieder ein Relaxo. Leute, Mauzi, nein. Nein, hier gibt's auch Vulpix, wollte ich damit nur sagen. Und Taubsies. Und hier sind wir jetzt in Prismania City und hier sind wir als erstes in Galactic Creeple. Hey du. Hey. Stehen geblieben. Hatte dich aufs Team Rockets angelegt? Naja, was? Habe ich gerade irgendwas gesagt oder getan? Nein, ich glaube kaum. Hier war doch ein Item. Hä? Ja. Alter. Okay, Leute, wenn ihr hier hinten reingeht und die ganzen Treppen hoch, dann kriegt ihr am Ende einen Vulpix, sag ich schon. Evoli, was sehr ähnlich ist. Aber nicht das gleiche. Quapus ist mein bester Freund. Es entwickelte sich jetzt hier einem Quapuzzi einen Wasserstein gab. So irgendeinem Quapuzzi. Moment. Halt, der Typ ist lustig. Oh, cool. Ich habe meine Zunge verbrüht. Die nette alte Dame in der Villa gab mir Tee. Aber er war kochend heiß. Ich muss ihn erst abkühlen, ehe ich ihn trinke. Richtig, dieser Tee ist wichtig. Sehr wichtig. Halt. Zack. Du solltest dein ganzes Geld nicht für Getränke ausgeben. Versuch das hier. Tee. Warte mal. Und jetzt machen wir genau das Gegenteil. aufgepasst, das ist das Erste, was ich machen werde. Um diese Oma mal hier was unter die Nase zu reiben. Gehen wir ganz nach oben. Und noch eins höher. Und kaufen uns jetzt Getränke. So. Einmal alles bitte. Nein, jetzt habe ich noch mein Tafel, das auch. Ja, schlimm. Ist hier was drin? Nee. Und jetzt diese kleine Göre. Ich bin durstig, ich möchte etwas trinken. Ja. Tafelwasser. Ja, Tafelwasser. Vielen Dank. Nimm bitte dieses Geschenk. TM16. Lichtschild, ich weiß. Ich bin durstig. Sprudel. Cool, Sprudel. Vielen Dank. Nimm bitte dieses Geschenk. TM20. Bodyguard. Und jetzt lass mich raten, was das letzte ist. Reflektor, oder? Limonade? Limonade, vielen Dank, nimm bitte dieses Geschenk. Reflektor, seht ihr? Ja. Okay, und jetzt nochmal ganz runter. Wir wollen halt doch alles sehen. Ja, es juckt mir gerade an der Nase. Muss man hier förmlich sagen. Übrigens fühlt sich mein Finger gerade an, als hätte ich ihn gebrochen. So nebenbei gesagt. Ey, hier gibt's schon die TMs. Brüller.
Hyperstrahl, Schaufler. Ah, hier haben wir nochmal Schaufler, hier haben wir nochmal Durchbruch. Ein bisschen teuer. Kaufe ich mir dennoch. So als Reserve, so. Wisst ihr, auf jeden Fall. Power, Anziehung. Hey, das sind ja die ganzen Items, TMs, die man schon in Decks gefunden hat in dem Spiel. Komisch, komisch. Und der hier hat super Bälle. Halt, 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 das ging mir zu schnell. Super Trank. Oh, Beleber. Beleber sollten wir uns leisten. Egal wie teuer. Gegengift, Paraheiler, Aufwecker, Feuerheiler, Eisheiler, Superschutz, Superschutz. Nö. Ist dank der Speed-Taste nicht so nötig. Aber was mit der Speed-Taste schon nötig ist, ist ein bisschen Konzentration. Dieser Typ gibt uns die Attacke Konter, also beziehungsweise würde es einem beibringen. Wollen wir jetzt nicht so direkt. Der hier verkauft hoffentlich den Feuerstein. Den habe ich nämlich gesucht. Und so, falls was schief geht, kaufe ich mir noch einen Wasserstein und einen Blattstein. Und falls irgendjemand einen Reitschuh will, kaufe ich mir noch einen Donnerstein. Zack. Alles ausgegeben gerade. Ja, so. Und jetzt sind wir hier. Und hier gibt es noch Müll. Also Müll, hier gibt es Drogen quasi. Kapi Plus. Und diese ganzen Tabletten für Pokémon. Ja, Aufputschmittel, richtig. Aber wenn hier die Pokepolizei kommt, dann wäre ich im Arsch, von daher kaufe ich das nicht. Wir müssen ja sauber bleiben. Und hier gibt's dann. Moment, bin ich blöd? Warte, hier. Komm, du da. Hallo. Wir machen gerade eine Pause. Nein, dann die hier. Ach, der hier. Der hier. Nein, nein, nein. Ach, der Mann hier. Ja, lach mich ruhig aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit. Ich werde niemals wieder zocken. Hier, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Münzkorb. Danke. Okay, du da? Okay, genau. Mit dem Münzkorb. Ey, du, was schaust du mich so an? Hey, hey, warte mal, du hast mich gerade angeschaut. Und wieso verfolgst du mich jetzt? Spaß, das war ich. Genau. Hier. Halt schon wieder so ein Professor? Ja, genau. Ja, das ist das Casino und hier können wir wieder cool Bandit spielen, aber wir haben keine Münzen und da steht einer vor so einem Plakat. Verschwinde von dem Poster oder ich muss kämpfen. Oh, ey, den kann man ja direkt herausfordern, das habe ich ja ganz vergessen, dann machen wir das. Ich überlebe den fucking Kampf, das sage ich jetzt schon. Yes. Ja, Zubat will ich auch bashen. Zubat kann ich nicht. So, das war knapp, aber wir haben es geschafft. Okay, und jetzt verschwindet der hier. Er ist in die Wand gelaufen. Hat das was damit auf sich? Nee, bloß nicht. Das zeigen wir jetzt nicht. Hier kann man sich Münzen kaufen. Ja, und eigentlich geben uns die Typen. Danke, 10 Münzen. Endlich mal einer, der was rausrückt. Hallo, sonst noch jemand, der mir hier irgendwas spendet? Hallo, ich bettel nur ein bisschen. Hallo, 20, danke, so ein netter Professor, der sich hier alles abzockt. Jetzt haben wir 50. Wie ging das noch gleich? Die Tasten? Moment. Nein. Was soll ich in dieser Situation tun? Lololol. Wie ging das nochmal? Ich weiß nicht mehr. Ah, warte, setzen. Zack, zack. Und jetzt? Okay. Was? Wir haben was gewonnen. Wir haben was gewonnen. Unglaublich. Habe ich jetzt nicht gesehen, aber egal. 7. Oh, die wollte bald. Nochmal. Jetzt bin ich in Zockerlaune. Fleck mal. Ja, halbwegs. Wir haben unseren Einsatz so irgendwie. Voltoball. Ja, gefällt. Ganz knapp. 7. Pikachu. Pikachu. Nein. Nochmal. Pikachu? Nein, verkackt. Oder? Wie, ich habe 4 gewonnen. 2 Voltobytes. Moment, noch eine Runde. Stern, du? Verkackt, oder? Ja, verkackt. Nochmal. Stern, du. Und jetzt ist Rocket. Damn, zu früh. Nochmal. Pikachu? Und oben die Pokebälle. Ich mache hier Kleingewinn. Kleinvieh macht auch Mist.
Nee, warte mal. Ich mache jetzt, ohne hinzugucken, blind. Ich schwöre euch, ich gucke jetzt weg. Einmal, einmal, einmal. Habe ich was gewonnen? Nein, komm, nochmal, nochmal. Wir zocken uns jetzt hier zu Tode. Ja, okay, das reicht jetzt. Wie komme ich hier weg? Ja. Okay, hier kann man noch ein Passbild machen, das mache ich vielleicht. Aber nicht heute. Und ich wollte euch noch die Preise zeigen. Wenn ihr genügend Münzen gewonnen habt und nicht so wie ich die alle verspielt, verzockt habt. Ja, dann gibt es hier Items. Gelbe Flöte und so weiter. Sehr gute Items und sehr gute Pokémon. Abra, Pipi. Moment. Pipi ist teurer als Abra? OMG. Pinsir. Geil. Ich mag Pinsir. Dratini, Porygon. Ja. Was haben wir hier noch Schönes? Die TMs. Ja, nice. Und ja, wie es weitergeht. Ja, zum Beispiel TM Flammenwurf wollte ich nur so nebenbei erwähnen. Wir speichern. Und wir hören auf und sagen ciao.